habe wieder ohne Punkt und Komma gequasselt, ne? Ich überlege auch, ich habe den 3DS und den normalen DS übrigens auch vergessen in meiner Aufzählung an Konsolen. Besitze also den New 3DS. Besitze ich ja. Oh, und ich habe die Splatoon-Amiibos endlich voll. Oh, ich mich darüber freue. Die Splits ist das und die anderen drei. Ich liebe Splatoon. Alleine dafür würde es sich lohnen, schon die Nintendo Switch zu holen, meiner Meinung nach. Aber halt auch für das Zelda-Spiel, das neue, weil einfach die Grafik ein klein bisschen besser rüberkommen soll, angeblich, als auf der Wii U. Wobei ich es jetzt für die Wii U bestellt habe. Und ich freue mich so riesig drauf. Ich befürchte auch, in der Zeit wird nichts von mir irgendwie an Let's Play-Folgen kommen, habe ich so ein bisschen Angst. Deswegen versuche ich gerade auch im Moment so alle so ein bisschen zu dezimieren an Projekten. So, Fischchen ist jetzt weg. Jetzt nochmal Zick-Tacks. Ich will dieses Knilz jetzt haben, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ihr dürftet übrigens auch sehen, ich würde jetzt, wenn ich die Kamera habe, mal nach rechts zeigen. Also ihr seht ja jetzt bestimmt auch, oder es ist euch bestimmt aufgefallen, dass der Bereich des Spiels, das Bild davon, ein bisschen weiter nach rechts gezogen wurde. Ich wollte das mal ausprobieren, weil es sah in den ersten Aufnahmen in meinem Schneide- und Renderprogramm noch ein bisschen zusammengestaucht aus. Deswegen wollte ich es jetzt mal probieren. Ihr könnt mir sagen, was euch besser gefallen hat, die Einstellung davor oder die jetzt. Ich freue mich halt immer über Comments, wenn irgendwas euch stört oder so. So, jetzt gucken wir mal, ob wir es jetzt fangen können. Ja. Super, Knilz wurde gefangen. Jetzt haben wir ein Knilz. Pokédex. Knilz ist ein Pilz. Größe 0,4, Gewicht 4,5. Wenn Knilz Gefahr wittert, schüttelt es seinen Körper und verteilt Sporen von seinem Kopf. Diese Sporen sind so giftig, dass Bäume und Gräser davon eingehen. Macht Knilz niemals wütend. Ich finde das auch sehr süß, dass die anderen beiden ihren Pokémon Spitznamen geben. Auch Rose so hin und wieder immer wieder mal so als von einem Abonnent. Und ich muss übrigens hier auch jetzt Lufia mal ganz, ganz herzlich danken, dass er seinen Starter, sein Flamly, nach mir benannt hat. Ich sag mal Hallo, ich weiß, dass du guckst. Und ich bin ja da sehr dankbar dafür, ganz ehrlich. Ich fand das echt putzig. Hatte was. Ich bin ja nur übrigens, und jetzt habe ich gerade meine Salzstangen runtergeschmissen. Ja, ich habe Salzstangen in dem Computer stehen. Haare sind rausgefallen. Gut. Man sollte halt aufpassen, wo man die Füße hochlegt. So, lege ich da unten hin, dann liegen sie da gut jetzt. Also nicht auf dem Boden, ne? Die liegen da auf dem Beutel. Ja, so, weiter geht's. Wo war ich? Ach ja, ich fand das voll putzig. Und ich fühle mich sehr geehrt. Aber ich muss halt dazu sagen, ich liebe es lieber, die Namen der Pokémon zu lesen, als irgendeinen Spitznamen. Meistens, wenn ich dann hinterher entweder A, ein festes Team habe, benenne ich halt die fest zum Team gehören, eventuell um. Es gibt ja diesen Namensbewerter. Oder es gibt wirklich Pokémon, wo ich sage, das muss einfach einen Spitznamen haben. Zwei davon, weiß ich genau, werden immer Spitznamen kriegen. Das ist meine Akani. Wenn ich Akani habe, gebe ich dem auch immer einen Spitznamen. Und meinem Nachtara. Weil die beiden haben ihre festen Namen und das wird auch nicht mehr dran gerüttelt. Ich habe sogar früher den Pokémon Namen gegeben, aber irgendwann habe ich... Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst, es wird eins weiter runter. Aber irgendwann war es halt nicht mehr für mich. Entschuldige, Trasleitkopf, jetzt bist du gleich weg. Ich überlege, ob ich kämpfen sollte mit Trassler, aber Trassler ist mir zu geschwächt. Ich wechsle mal auf Flamly. Ein wildes Hin- und Hertauschen hier gerade. Ich habe leider auch das Gefühl, dass manchmal die Übertragung von meiner Tastatur in den Emulator nicht richtig funktioniert. Es ist halt ein bisschen doof. So. Nein, immer noch keine aufgestiegen. So, wir müssen Schalocko mal nach vorne patschen. Damit wir dort mal eventuell sehen, in was sich das nun entwickelt. So, jetzt wird Flamby gleich wieder ein Level aufsteigen. Wie gesagt, also ihr werdet für euch wirklich das... Also ihr könnt mir zuhören.
Ich rede ja auch hin und wieder mal über interessante Themen. Und oder ihr guckt halt, ihr seppt immer wieder so ein paar Sekunden vor, um zu gucken, wie lange ich denn noch trainiere, ohne dass was in der Story passiert. Also es ist ja euch überlassen. Wenn ihr bis hier hingeguckt habt, finde ich das schon sehr interessant. Weil ich laber echt manchmal Blödsinn, wie ich das weiß. Und ich weiß jetzt schon, mein kleiner Bruder wird genervt sein von den ganzen alten Kamellen, die ich aufwärme. Oh, guck mal, wir haben ein neues Pokémon. Ein Bummels haben wir hier gefunden. Super. Also es ist halt auch cool, dass ich immer noch weiß, wo in etwa noch Pokémon zu finden sind. Oh Gott, ich nehme das nächste wird nicht voll treu. Oh, das macht mich etwas mal weg. Nee, nee, nee. Schalocko ist da unten. Oben. Dun, dun. Bummels faulenzt. Bummels ist auch echt, mit Bummels zu kämpfen, finde ich, wer das kann, vollen Respekt. Weil mich nervt es. Du machst eine Attacke, er faulenzt. Du machst eine Attacke, er faulenzt. Du machst eine Attacke, er faulenzt. Und wenn du ganz Pech hast, faulenzt der zweimal hintereinander. Ist mir auch schon passiert. Habe ich auch schon in einem Let's Play gesehen, wo ich mir denke, Alter, was ist das? Nein, wir haben Bummels. Ein Faulpelz halt, ne? Größe 0,8. Gewicht 24. Bummels Herz schlägt nur einmal pro Minute. Dieses Pokémon ist damit zufrieden, bewegungslos herumzulungern. Nur ganz selten sieht man dieses Pokémon sich bewegen. Also wenn es die ganze Zeit in dieser Position verharrt, tut mir das echt leid für den Arm. So, ich will trotzdem irgendwie die Weiterentwicklung von Wurmple, die wir nicht haben. Ich werde mir jetzt auch ab sofort vornehmen, wenn ich ein Pokémon unbedingt suche, werde ich eine bestimmte Anzahl an Pokémon auftauchen lassen und danach gehe ich weiter. Weil sonst zieht sich das halt für euch ewig in die Länge, weil das Problem ist, ich kann das ewig machen. Ich könnte jetzt ewig hier durch den Wald rennen und einfach die Weiterentwicklung suchen von Schalocko. Von Wurmple, die andere. Das ist halt das Problem, was ich habe. Dass ich echt die Geduld aufbringen kann dafür. Könnt ihr mal sagen, ob euch das vielleicht interessiert. Also ob ihr das gut findet, die Idee. Sagen wir 10 Pokémon vielleicht oder so. Das wäre halt 10, dass ich 10 Pokémon auftauchen lasse und dann ziehe ich halt weiter. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Wie gesagt, ich kann das wirklich ewig so weitermachen. Ich könnte jetzt ewig durch den Wald rennen. 3, 4, 5 Folgen lang, eine Stunde lang. Also ich bin da ein sehr geduldiges Wesen. Was ich interessant finde, weil ich eigentlich so im Real Life überhaupt nicht geduldig bin. Aber wenn es um Sammeldinger gibt, wie jetzt wie zum Beispiel halt Pokémon, dann kann ich echt ein saugeduldiges Wesen sein. Ich muss mal meine Socken hochziehen, kalt ein bisschen. Halt so was wieder aus. Da geht was. So. Setz mal wieder quer. Und wie gesagt, ich kann da echt geduldig sein. Ich würde sagen, es lassen noch 3 Pokémon auftauchen oder so, oder? 3, 5, machen wir 5 Pokémon. Jetzt, nachdem wir noch 4. Und dann gehen wir weiter. Also, ich will euch jetzt hier wirklich nicht quälen damit, dass ich euch jetzt die ganze Zeit nur das zeige hier. Aber ihr wisst halt jetzt, dass es hier ein Bummels und ein Quilz auf jeden Fall noch gibt. Und mein Schalocko ist schon wieder vergiftet. Alter Schwede! Schalocko, was machst du denn? Müsste ich doch Genesung geben, damit das jetzt weg ist. Warum bei Schalocko, ne? Die Lesung heilt ja auch Statusprobleme. Werde ich auch machen. Wie gesagt, ich werde dann auch irgendein anderes Spiel, zum Beispiel die Rote, könnte man das dann gleich mal machen. Könnte man das ja halt so machen, dass ich gar keine benutze, keine Heilsachen. Gar nicht vergiftet. Das ist gar nicht. Wieso, hä? Schalocko war doch gerade vergiftet oder irre ich mich? Oder stand er, als hat sich selbst geheilt? Moment. Heil dich halt? Aha. Gut, ich hab nichts gesagt. Ach, kann ich jetzt trotzdem sagen.
tausch mal zu Loturzel, weil wir Loturzel versuchen, eine Wasserattacke beizubringen. Für den ersten Orden. Oh nein, auch so eine grässliche Attacke, ey. Mal Absauger. Erstaunlich, was ich hier drin glaube. Ich weiß, das ist, glaube ich, ein Typ Normal-Pokémon. Ihr merkt auch, ich bin mir mit manchen Typen nicht sicher halt. Lotus ist eingeschlafen. Schläft tief und fest. Weil, ja, wie gesagt, ich muss nicht alles kennen. Ist aufgewacht. Ja. Ansonsten, ich überlege gerade, was kann ich euch jetzt noch so erzählen? Außer, dass ich überlege, wie gerade die andere Version, die Vorentwicklung von Pudox, sich schimpft. Es gab irgendwie so einen Trick, wie ich mir das gemerkt habe, was zu was wird. Ich glaube, Schalocco wird zu Papinella. Weil das ist ein weißer Kokon. Ich glaube, der weiße Kokon war Papinella. Das andere ist lila. Glaube ich jedenfalls, dass das lila war. Seht ihr, so kenne ich mich aus, ey, ne? Ich kann euch aber ein paar andere total sinnlose Infos rausschmeißen. Zum Beispiel kennt ja jeder nur männlich-weibliche Pikachus, ne? Das weibliche hat so Herz, Knubbel, Schwanz. So, wisst ihr aber den Unterschied bei Carpador? Dass nämlich das eine einen goldenen Bart hat, wie ganz normal, und das andere einen weißen. Wusstet ihr das schon? Bestimmt, die meisten wissen so eine Unterschiede. Also mir fallen die Unterschiede jedenfalls immer sehr extrem auf, und wenn es bloß ein klitzekleiner Unterschied ist. Das Schönste finde ich übrigens mit Psyaus Weiterentwicklung. Mit männlich-weiblich. Das finde ich auch sehr schön gemacht, muss ich mal sagen. So, das war jetzt Nummer 2. 3, ne? War doch Nummer 2. Oh Gott, ich habe vergessen mitzuzählen, tut mir leid. Also, das ist jetzt Nummer 3, sagen wir jetzt einfach mal. Vielleicht auch schon 4, ich bin mir nicht sicher. So, wir wechseln zu Flemmi. Wir haben 2 besiegte Viecher dabei, ey. Ich weiß gar nicht, womit ich euch jetzt das ganze Let's Play über unterhalten soll. Oh, welche Story könnte ich euch jetzt noch erzählen? Ach ja, ich habe ja noch früher auch Pokémon als Anime geguckt. Hat mir halt so gefallen, so Ash mit 10 Jahren losgezogen. Und wie Pikachu mir am Anfang überhaupt nie gehorchen wollte. Finde ich super, wie die Freunde geworden sind. Ich fand auch so ein paar andere Folgen sehr schön. So, ich glaube, jetzt haben wir danach noch eins. Und ich fand das sehr schön und alles. Aber irgendwie... Zweite Generation habe ich auch noch geguckt. Und ich glaube, ab der dritten Generation, wo Maike dazu kam, ist es weniger geworden, weil... Ja, irgendwie... Mir ging, ganz ehrlich, es ist einfach Team Rocket. Es sind Jesse und James. Klar, sie gehören einfach dazu, weil die Pikachu hinterherreisen. Das ist auch immer wieder lustig, was passiert. Aber es sollte definitiv auch vielleicht ein paar Folgen mit einem anderen Bösewicht geben. Ohne die, wirklich ganz ohne die. Weil die tauchen ja auch in jedem Film, habe ich mitgekriegt, auf. Wenn ich mich nicht ganz irre. Alle Filme, die ich gesehen habe, sind hier aufgetaucht. Und ich mir sage, Alter, warum? Kann man sie nicht mal außen vor lassen einfach? Einfach mal so 6 Folgen hintereinander, kein Team Rocket. Und wenn sie wiederkommen, sind die total gut wieder und fangen Pikachu halt wieder für ein paar Minuten und dann ist es ja weg. Das ist halt... Das ist halt doof irgendwo, weil es so häufig ist. So, jetzt habe ich fast eine Stunde aufgenommen. Also, 3/4 jetzt knapp, warte mal. Werde ich trotzdem gleich mal aufhören. Weil es ist jetzt 1:30, also kurz nach 1:30. Und ich mag aber gerne noch ein bisschen Schlaf finden. Es müssten ja wieder wenigstens 2 Folgen sein, also mit dem Rest von der letzten. Und in der Story sind wir eigentlich überhaupt nicht weitergekommen. Ich habe 2 neue Pokémon gefangen. Hallo! Dies ist der Blütentraumblumenladen. Verwandle die Welt in ein Blumenmeer. Wie heißt du? Mike? Das ist aber ein hübscher Name. Möchtest du etwas über Bären lernen? Ja. Bären wachsen an Bäumen, die nur in dunklem Lehmboden gedeihen. Wenn du Bären pflückst, pflanzt immer neue in den Boden ein. Eine gepflanzte Beere wird bald anfangen zu sprießen.
dann mit einer wunderschönen Blüte erblühen, die bald zu einer Beere wird. Ich würde die ganze Welt am liebsten mit wunderhübschen Blüten bedecken sehen. Das ist mein Traum. Bitte hilf mir mal, pflanze Beeren und bringe so Blüten in die Welt. Jo. Hallo. Je mehr du dich um die Blumen kümmerst, desto schöner werden sie blühen. Ach, du hast Blumen. Auch du hast Blumen gerne? Das weiß ich genau. Das ist für dich. Weil mehr kann erhalten. Jetzt können wir auch Beeren pflanzen. Nachdem du die Beeren eingepflanzt hast, musst du sie mit der Weimerkanne gässern. Und, oh, und noch etwas. Wenn die Beeren nicht gepflückt werden, fallen sie zu Boden. Aber sie werden wieder nachwachsen. Ist das nicht unglaublich? Es ist, als hätte sie den Willen zu leben. Nur, dass mir das noch nie passiert ist. Bei mir verschwinden die Beeren dann immer. Ich versuche so zu sein wie meine große Schwester. Ich züchte auch Blumen. Hier, ist für dich. Das ist für dich. Wir haben eine Pfirsichbeere geschenkt. Du kannst eine Beere pflanzen und sie wachsen lassen. Oder du gibst sie einem Pokémon zum Tragen. Und neuerdings gibt es eine Maschine, mit der kann man die verschiedensten Beeren mixen und Süßigkeiten für die Pokémon herausmachen. Oh ja, ich möchte auch Süßigkeiten haben. Und schon waren die Blumen scheißegal. Ich wollte Süßigkeiten. So, wir machen das auch gleich mal. Ja. Pflanzen eine Amarena-Beere. Wir pflanzen eine Pfirsichbeere. Und zwei Sinelbeeren, würde ich sagen. Weil Sinel heilt uns ja und die benutze ich halt auch hin und wieder mal. Lass mich mal gucken, kann ich so benutzen? Ja. Ja, genau, kann ich diesen so. Das freut sich. Ich finde das später übrigens auch cool, dass man halt sieht, was man schon gepflanzt hat. Also ich weiß nicht, es müsste ja eigentlich mehr Beeren wachsen lassen, umso häufiger man sie in der Wachstumszeit gießt. Glaube ich. Jedenfalls kam mir das immer so vor. So. Ich vergaß, wir sind auch noch Trainer. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Darf ich um einen Kampf bitten? Oh Gott, ist das eine Dame? Das war eine Dame, oder? Ich bin sogar gut. Lady Patricia. Hallo Patricia. Ich habe eine Freundin, die heißt Patricia. Die guckt meine Let's Plays aber leider nicht. Wir setzen mal nur Trüffel ein. Mit etwas Glück steigt sie Level auf. Naja, 15 Mal können wir Absorber noch einsetzen. Hilfe, es fängt an. Müdigkeit dringt durch. Ja, ich überlege gerade, noch eine kurze Geschichte irgendwie erzählen. Oder soll ich einfach so ein bisschen palabern? Also wie gesagt, bei den anderen Bällen ist es auf jeden Fall interessanter. Also jedenfalls auf jeden Fall bei Rose. Ich muss beichten, Lufia bin ich noch nicht ganz durch mit Gucken geworden heute. Aber ich finde es halt auch schon sehr interessant. Wobei ich das mit dem Sheets, mit den Sonderbonbon und das alles ein bisschen skeptisch sehe, weil es ist ja irgendwann eingeführt worden, ich weiß nicht, ob es schon in der zweiten oder gar in der dritten erst war, dass wenn du ein Pokémon normal auflevelst, dass seine Werte mehr steigen, als wenn du ihm bloß ein Sonderbonbon gibst. Ich glaube, 2 Punkte mehr kriegst du, wenn es per Level aufsteigt, als wenn du es halt mit Sonderbonbon hochpowerst. Und genau deswegen sage ich mir, nein. Also ich mag Sonderbonbons. Ich gebe auch hin und wieder meinen Pokémon 1. Aber im Endeffekt bin ich eigentlich nicht so der Typ, der so sagt, so, ja, meine Pokémon müssen jetzt hochgelevelt werden mit zigtausend Sonderbonbons. Also das nicht, wenn es mal um eine Entwicklung geht oder so, zum Beispiel verfütter ich das. Oder wenn es zum Beispiel, ja, einfach so gerade am Wegesrand rumlag. Also das ist eher die Wahrscheinlichkeit als für eine Entwicklung. Also Entwicklung, ein Pokémon, die sich vielleicht mit 1-2 Leveln entwickeln, bevorzuge ich natürlich dann ein bisschen. Aber ansonsten, komplett random. Ach komm. Ach, was ich noch fragen wollte, was ihr in die Kommentare schreiben dürft und könnt und ich gerne euch drum bete. Wie seht ihr denn das mit den Sonderbonbons? Klar, in der roten haben wir alle gescheatet. Und haben halt immer, sag ich jetzt mal, oh meine Güte. Haben halt auch gescheatet und haben uns Meisterbälle und alles gemacht mit Missing No. Aber irgendwie, ich weiß nicht, später
Soll ich oder soll ich nicht? Okay, natürlich kämpfe ich. Und ich weiß halt nicht. Früher, klar, hat man das gemacht, aber jetzt? Also ich jedenfalls nicht. Ich finde das nicht so toll, wie gesagt. Aus Gründen, die ich schon genannt habe, wie zum Beispiel halt... Aus Gründen, die ich halt gerade vorhin schon vor Kamin genannt habe. Ja, das ist sehr effektiv, schön. Oh, das wird nicht, das ging doch gleich hops. Ich werde übrigens keinen Kampf auslassen, wie ihr schon mitkriegt. Ich werde versuchen, alle Trainerkämpfe mitzunehmen. Ja, das ist perfekt. Und deswegen halt, ne? Werdet ihr mich halt jetzt gleich wieder zurücklaufen sehen. Wir bleiben mal bei Knills. Ich habe jetzt keinen Bock groß hin und her, weil wir Flammy, ich habe keinen Bock groß hin und her zu tauschen gerade. Yeah, Flammy kriegt alle Erfahrungspunkte. 95, ist ja voll viel. Ich hätte doch nicht kämpfen sollen. Oder 12, ist schon mal was. So, wie gesagt, ihr seht mich nochmal zurückrennen, weil ich weiß, dass da oben noch ein Trainer wenigstens sein muss. Ja, ein Trainer. Ich tippe, dass dort noch wenigstens ein Trainer ist. Tendenz nach oben lasse ich offen. Ich glaube, es werden aber auch nicht mehr als zwei sein noch. Also ich glaube, also einer ist dort auf jeden Fall noch gewesen. So, ach ja, und wir wollten Schwalbini ins Team holen. Ich muss Schwalbini definitiv entwickeln. Fällt mir so ein, weil ich gerade Schwalbini gegen uns habe.